Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Ich glaube, ich bin urlaubsreif. Am liebsten wäre es natürlich an so einem See, vielleicht mit so einer Yacht, wie hier zu sehen ist. Das wäre cool. Wenn man so ein Boot in Ruhe lässt, dann passiert auch nichts. Dann bleibt es einfach an Ort und Stelle stehen. Aber wenn wir an so einem Boot im Wasser auch nur ein bisschen ziehen, dann bewegt es sich sofort und setzt sich in Bewegung. Und wenn wir stärker dran ziehen, dann fährt das Boot natürlich schneller. Völlig klar sowas. Aber Wissenschaftler, die untersuchen solchen Sachverhalt immer und malen das in Diagramme ein, so wie es hier hinter mir zu sehen ist. Und dieses Diagramm, wo wir die Kraft und die resultierende Geschwindigkeit sehen, das nennt man eine Fließkurve. Und wenn die Fließkurve, so wie hier zu sehen ist, eine Gerade ist, die durch den Ursprung des Diagramms läuft, dann haben wir es mit einer Newtonschen Flüssigkeit zu tun. Wasser ist eine Newtonsche Flüssigkeit. Es gibt aber auch Flüssigkeiten, die sind nicht Newtonsch. Hier sehen wir sowas. Ketchup hat jeder schon mal erlebt. Oha, oha, was ist hier passiert? Ja, das sehen wir hier an dieser Fließkurve in diesem Diagramm. Ketchup hat die Eigenschaft, dass man erst eine gewisse Kraft aufbringen muss, um den Ketchup überhaupt in Bewegung zu bringen. Ja? Die Fließkurve geht also nicht durch den Ursprung des Diagramms, sondern wir brauchen eine gewisse Kraft, um etwas in Bewegung zu setzen. Und diese Kraft, die erforderlich ist, die nennen wir Fließgrenze. Ja, jetzt überlegt ihr bestimmt alle, was das mit Tiefbohrtechnik zu tun hat. Aber in der Tiefbohrtechnik benutzen wir ja die Bohrspülung und diese Bohrspülung hat auch solche Eigenschaften wie der Ketchup. Wenn die Bohrspülung in Bewegung ist, dann soll der Strömungswiderstand gering sein und alles soll leicht fließen. Aber wenn wir aus irgendwelchen Gründen die Pumpen abstellen müssen, dann soll die Bohrspülung möglichst sofort erstarren, damit das Bohrklein festgehalten wird und nicht heruntersedimentiert. Wir wollen also für unsere Bohrspülung eine Flüssigkeit haben, bei der die Viskosität, also die Zähigkeit, vom Strömungszustand abhängt. Wie kann man denn diese Viskosität messen? Naja, dazu gibt es ein spezielles Messgerät, ein Rotationsviskosimeter, und das funktioniert so, wie wir es hier auf dieser Skizze sehen. Wir füllen die Flüssigkeit, die wir vermessen wollen, in das Gerät ein. Und dann lassen wir einen Zylinder in dieser Flüssigkeit rotieren und die Antriebsleistung, die wir brauchen, ist ein Maß für die Viskosität der Flüssigkeit. In unserem Labor lassen wir uns das jetzt mal von richtigen Experten vorführen. Bitte schön, die Herren. Here in our drilling lab we show thixotropy. The flow curve is characterized by viscosity. We just change the RPM, it's easy and no trick. See the flow curve on the chart, wow, that was real quick. Die Fließkurve, die wir hier ermittelt haben, sieht aus wie die Fließkurve vom Ketchup vorhin. Aber es gibt auch noch viele andere Flüssigkeiten. Und wer genau wissen will, wie diese rheologischen Eigenschaften, also die Fließeigenschaften von Flüssigkeiten bestimmt werden, und wie man die in der Praxis zu unserem Nutzen einsetzen kann, der kommt in unsere Vorlesung Spülung und Zementation hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!